weiter geht's heute mit dem Firmensimulator. Wir machen heute weiter. Auf unserer Fahrt von Innsbruck aus nach Grenoble in Frankreich. Oder Grenoble, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ist egal. Wir fahren auf jeden Fall heute unsere Strecke weiter. Und darf ich nicht? Hallo? Hauptmenü? Eigentlich schon nicht, nee, aber warum auch immer der jetzt wieder irgendwas gemaut hat, was ich nicht haben will. So, Spiel starten, das war mir soweit klar. Entschuldigung, hallo, Spiel? Karriere. Naja, trotzdem. Gehen wir schon hin. So, weiter geht's. Nein, zurück. So, eigentlich war es so geplant. Also die Route 16. Realistisch. Und fahren wir heute, was fahren wir denn heute für ein Auto? Für den Bus. CMC? Ja, ne? Fahren wir heute mal den hier. So, Datum ist heute der 25. Und das passt soweit. 25 wollte es eigentlich sein. Okay. Na dann, auf geht's. So, also, wir fahren heute die nächste Strecke von Innsbruck aus nach Grenoble. Wie gesagt, wir schließen mit Deutschland und die Schweiz tatsächlich. Aber also wir nehmen jetzt Hohenschwangau und so mit. Konstanz, Bern und Genf. Und Grenoble, was machen wir dann natürlich in Richtung? Warum ich hier gestanden habe? So, jetzt sind wir in Österreich. Also kann ich die Klimaanlage einstellen. Hallo und herzlich willkommen. Okay, manche Dinge stellen wohl nicht zu gehen. Boah, jetzt aber Arschdunkel, ist das bewusst so. Boah, ist die Karre dunkel. So, okay. Boah, das ist dunkel. Ah, jetzt geht's. Das war nur die Ecke. Ah, let's go. Mit unserem CMC ist das, glaube ich, habe ich gesagt, nur ist es. Ja, vor unserer schönen Reise von Innsbruck heute durch den Rest der Deutschland und der Schweiz bis nach Frankreich, wenn wir uns heute angucken. Wir starten heute mit Frankreich und dann haben wir da fast alle durch.
So ist alles dran. Ja. Mahlzeit. Bin ich hier? Moin. Stimmt. Da holen Sie doch. Nein. Servus. Sie wollen bestimmt. Ciao. Moin. Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Mit der Genobe. Servus, das Ticket. Sehr freundlich. Ciao. Fahren Sie in meine sehr freundlich. Ja. Hi. Ich hoffe, ich bin hier. Ciao. Hi. Sie wollen bestimmt mal hier. Hi. Sie wollen nicht aufhören. Ich kann jetzt mal kurz die. Hier ist. Dankeschön. Mahlzeit. Bitte sehr. Dankeschön. Jawohl. So, dann haben wir sie, glaube ich, alle einmal. Hey, du bitte. Mahlzeit. Danke. Gut, dann haben wir die auch weg. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel anschauen. So, dann starten wir mal unsere Fahrt hier, ne? Er soll schon jetzt Hohenschwanger. Hier ein paar Hinweise. Wie viel Meter sind es? 100 Kilometer, okay. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Das Motorengeräusch stört mich jetzt schon so ein bisschen wieder. Im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Dann will ich mein Fernseher sich gerade ausmachen. Das verhindere ich mal gerade ganz kurz. Fürs Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Deswegen sage ich ja. Holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Sonntagsfahrer. Heute passt es sogar. Ich mache die Ansage aus, damit ich quatschen kann. Ja. Heute schließen wir, wie gesagt, Deutschland ab und die Schweiz. Und ich habe ja gesagt, dass ich das eigentlich wollte ich hier schon so ein bisschen vorarbeiten, die Routen mir schon aufbauen. Jetzt müssen wir noch fahren müssen. Aber jetzt bin ich auch froh, dass wir es zumindest Step by Step machen, dass wir jetzt nach und nach alles abarbeiten. Und es von dort aus dann durcharbeiten. Wie gesagt, ich möchte von Grenoble dann weiter runter nach Nizza, Marseille. Und dann sollen sie ein bisschen reinarbeiten ins Land. Frankreich wird nochmal wieder eine Hausnummer werden, weil Frankreich steht sehr, sehr weit auseinander liegen. Das ist nicht wie in Deutschland. In Tschechien war das, glaube ich, ziemlich genauso. Aber gucken wir mal, wie weit wir schaffen. Ja, aber diesmal, ich glaube, zu weit auseinander stehen die Städte gar nicht. Ich sage, gut, Hohenschwangau, ja, dann Konstanz wird immer wahrscheinlich so 150, 200 Kilometer sein. Dann aber wahrscheinlich geht's eigentlich. Zürich, Genf, Grenoble, ja. Aber gut, wir kriegen schon irgendwie hin. Ja, wir sind jetzt schön im Bergigen unterwegs, ganz natürlich klar, am Rande der Alpen, wir sind jetzt in Österreich. Deswegen habe ich ja bewusst jetzt gesagt, wir nehmen jetzt den Süden durch und dann haben wir es einmal komplett. Und dann, wie gesagt, fährt es nach Frankreich. Und dann sind wir mit dem Fernsehsimulator Let's Play durch.
So, wir sollten eigentlich über 80 fahren, aber das ist jetzt eh wurscht. Vor allem, wir haben eine gute, haben wir eine Digitalanzeige vorne. Und die Tankanzeige, frage ich das mir, ist das rechts oder links? Können Sie mal heizen, wir sind nicht in der Arktis. Die Klimaanlage ist kaputt. Ich kann sie mal ausmachen. Guck mir die erste gleich meckert, ich mach mal die Klimaanlage an, du Arsch. Was ist das für ein Berg? Das ist nicht der Gotthard. Nee, Gotthard ist es nicht. Definitiv nicht. Das ist nicht der Goldtopf, definitiv nicht. Wen wir denn überhaupt hier? Das ist irgendein Alpending. Weil der Gotthard ist ja quasi Richtung Italien runter. Das kann ja schon gar nicht sein. Oder 40 Kilometer bis Hohen Schwagau. In der letzten Episode haben wir den Norden komplett abgeschlossen mit Flensburg, Hannover, Braunschweig, Wolfsburg. Wie gesagt, und jetzt fehlt es nur noch Schwangau und danach der nächste Halt in Konstanz. Und dann haben wir's. Na, dann haben wir Deutschland weg. Habe ich Schwanstein? Sekunde. Da vorne oder was? Das ist der Schornstein, das. Also jetzt wollen wir gerade ein bisschen drauf zugucken, da unter den Bäumen. Sieht so aus, ne? Ich habe gerade die Trophäe dafür gekriegt. Naja, das ist der Schornstein. Ja, da gab es ja vor nicht ganz allzu langer Zeit eine Tragödie. Stichwort der Armee, der dort eine Frau sexuell angegriffen hat und als sie sich gewehrt hat, beziehungsweise er hat erst ihre Freundin, sondern zu zweit gewesen, ihre Freundin runtergeschoben, die ja gestorben ist, und dann hat er die Frau dann quasi nochmal sexuell angegriffen und hat sie dann, als sie sich gewehrt hat, auch nochmal runtergestoßen, und die hat überlebt, schwer verletzt, ihn haben sie ja festgenommen. Ebenfalls eine Armee. Sehr, sehr schrecklich, sowas. Ich meine, man kann durchaus froh sein, dass es die eine Frau überlebt hat. Aber trotzdem. Naja, gut. Gehen wir wieder was Schöneres. Wir sind hier in Neuschwangau. Ich war noch nie hier.
Wieder in dem Hörnchenloch in... Ist das Tempolimit hier echt so hoch? Ja, ja. Und wieder in Neuschwanstein-Loch im Ort. Also ich weiß, am Stadt Neuschwanstein. Das ist hier kein Tiefkühler. Geh mir nicht auf den Sack, ich hab jetzt gerade keine Klimaanlage an. Immer so nebenbei. So, vorletzte Stadt Deutschland, da sagen wir. So, nur noch Konstanz und dann haben wir Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, dass es da für eine Trophäe gibt. Guck mal, du sagst das richtig, weil wir fahren in die Schweiz und du sagst Grüezi. Betty. Fahren Sie in meine Richtung? Nein. Grüezi. Hier, mein Ticket. Danke. Konstanz ist der nächste Halt sogar. So. Kurz bei dem Navi sagen, hier ist passt so. So, nichts anderes. Okay, es ist doch ein Stück. 264 Kilometer sind das jetzt. Bis nach Konstanz. Aber dann haben wir Deutschland abgearbeitet. Kontaktfahrer, yep. So, jetzt fahren wir, dann müssen wir es eigentlich alle durch haben, ne? Neuschwangau, ja, ja, dann müssen wir es eigentlich alle komplett durch haben. Und dann haben wir, ist mehr oder weniger geschafft. Und dann geht es eigentlich halt Zürich. Ja, ich weiß, die Woche war gar nicht mit dem nach Bern. Wo doch noch gehen und dann geht es auch wieder. Ja, es sind Stücke, weiß ich, habe ich damals so zwei. Ich hatte gesagt, so 150 sind jetzt, aber so ist das ein bisschen mehr. Es sind ein bisschen mehr. Warum soll man sich also anschnallen? Wir haben kein Schild oder was? Nein, nein, nein! Warte mal, ich muss mal einen Gang rausnehmen. Weil sonst rollt mir der Bus gleich weg. Upsala! War was? Wir fahren aber weiter, als wäre nichts passiert. Ich bin dagegen gefahren bin. Wo bin ich denn dagegen?
Bloß nicht wieder zu nah an die Bordsteinkante, die Kante ran. Wieder eine Heizung geben. Ist noch nicht gefunden bisher. Ich habe gar nichts gefunden mit der Karre hier. Ist das jetzt freischalten oder was? Nee, ne? Mal Klimaanlage, wir können hier auf Temperatur. Ich kann hier auf Temperatur stellen, das ist das Problem. Keine Ahnung. Also Klimaanlage habe ich, aber nicht auf Temperatur. Ich jetzt mal kurz mal rüber, weil ich will nur ganz kurz was überprüfen. Kann ich das irgendwie mit dem Dings machen? Nee, das ist Kater. Ich sehe schon, wie das Firma ist. Ich habe aber keine Möglichkeit, die Heizung höher zu stellen, ne? Küche. Nicht, dass ich wüsste. Da kann ich mir die mit den Pfeiltasten hochstellen. Kann ich die mit den Pfeiltasten holen. Nee, ne? Ja, scheinbar geht das nicht. Also ich hätte die gerne hochgestellt, sorry. Aber schauen wir mal, ist mit dem Modell hier nicht möglich. Keine Ahnung. Na gut, fahren wir jetzt mal die letzten gut 200 Kilometer bis nach Konstanz, um Deutschland abzuschließen, final. Dann haben wir sie alle einmal drin, die Städte. Und dann kümmern wir uns um die Schweiz mit Bern und Genf und beginnen in Frankreich mit Grenoble. Aber erstmal haben wir noch gute 200 Kilometer nach Konstanz. Das Auto muss man sehen, ja? Der Katze? Hier haben wir was gemacht, ja, ja. So, jetzt müssen wir hier runter schon, okay? Also hier raus. Ich muss aber zugeben, dass ich auch froh bin, wenn ich dann durch bin. In Konstanz. Also wenn wir dann, ich glaube, dann haben wir nicht mehr so weit zu strecken. Jetzt wird es wieder das nächste größere Teilstück werden. Ist mir scheißegal gerade. So, jetzt können wir hier durch. Ja, bisher scheint auch von den Funktionen kein Bus wirklich an den Neofahrern zu reichen. Hier kannst du teilweise nicht mal Fahrgastraum nicht machen oder was auch immer. Und nicht mal der Klimaanlage auf Temperatur einstellen, weil bei 21,5 Grad, dann meckert sie erst gar nicht. Wir haben sie jetzt auf 19,5 und da fängt sie an, ich finde sie kalt. Kann ich auch lassen, kann doch laufen, dann kannst du langsam sagen, du fahr, ich schwinde wieder rein.
Und dann habe ich gesagt, wenn wir los 16 noch was, ne? Müssen wir Pause machen. 16:15 oder so. Oder? Wie 16 Uhr. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist hier kein Tiefkühler. Mal kurz. Weil wir haben hier eine Polizeikontrolle. Wenn ich jetzt Licht anlasse, dann make up Licht falsch. So. Diesmal ist alles zu 100% in Ordnung. Diesmal ist alles zu 100% in Ordnung. Diesmal sind nämlich alle Fahrgäste angeschnallt. 11 von 11 insgesamt. So, 140 Kilometer noch bis Konstanz. Wie gesagt, die letzten 140 Kilometer auf deutschem Boden. Wahrscheinlich dann sogar für immer. Wie gesagt, danach geht's rüber in die Schweiz, nach Bern, nach Genf. Und dann gibt's auch Frankreich. Dann haben wir noch drei Haltestellen. Also die Route allgemein hat nur 4-5 Stück. Aber sie ist fast 1000 Kilometer lang. So wie ich versage meine Routen. Italien wäre schon geil, wenn es kommen würde. Wenn es vielleicht irgendwann mal als DLC kommt, das wäre natürlich genial. Italien fehlt dann noch, ne? Portugal vielleicht noch, Spanien. Und dann müssen wir es eigentlich schon fast haben. Polen. Polen noch. Polen, Portugal, Italien, Spanien. Ansonsten. Ja gut. Man muss es so sehen, es muss ja Slowakei, Slowenien, Ungarn, Rumänien, teilweise Russland, Ukraine, klar, wenn man dann komplett Europa mitnimmt. Wenn man jetzt aber nur deutsche Umgebung dazu zählt, fehlt halt nur noch Italien und eben Polen. Plus Skandinavien, ja, Schweden. Also Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland. Aber wie gesagt,
Ende des Jahres soll laut Gerüchten, was ich so gehört habe, Dänemark kommen. Weil wer weiß, wie viel sie noch in diese Spielreihen patchen, also sagen, sie nehmen alle anderen Länder noch mit rein. Man erkennt ja teilweise was wieder. Also ich habe Städte besucht. Guck dir mal die ersten 2-3 Folgen an. Gibt es hier keine Heizung? Nein, gibt es nicht, ist kaputt. Da war ich ja, habe ich ja mal mir Leipzig angeguckt, habe ich euch da ein bisschen was erzählt drüber. Da habe ich mir ein bisschen Zürich erkannt. Und ich habe das Video meiner Freundin von mir geschickt, die in der Schweiz lebt, die in Zürich arbeitet. Und die hat auch da Dinge wieder erkannt. Sie hat zum Beispiel die Schellenberger erkannt, wieder, wo sie arbeitet und den Hauptbahnhof und alles drum und dran. Ich habe in Luzern einiges wieder erkannt. Köln natürlich auch, klar. 100% detailgetreu ist es nicht. Leipzig hat sich auch ein bisschen was verändert. Aber das habe ich euch im Video erzählt. Ach guck mal, Mähdrescher sind am Arbeiten hier rechts. So, 75 Kilometer haben wir noch. Bis nach Konstanz. Ja, ich wollte das Auto mit dem Auto beziehen. Ich wollte schon mitnehmen. Ja, wir haben 16 Uhr die Pause. Also bis nach Konstanz will ich auf jeden Fall noch kommen. Ich will gerne noch in Deutschland die Pause machen. Wie jetzt hier ist zu früh. Also gerade mal 2,5 Stunden unterwegs. Falsche Tasse. Ich will ein bisschen was von meinem Kaffee trinken. So, hier muss ich nicht raus, ne? Nee. Gut, Stuttgart-Freiburg ist wahrscheinlich die falsche, komplett falsche Ecke. So, 45 Kilometer, wir sind gleich durch. Mit Deutschland. Also man muss sagen, der Bus überzeugt mich doch nicht. Ich fahre jetzt bewusst erstmal über die Doppelschott-Variante, weil der mehr reinfahrt und Leute. Das kann ich 80, ja. Mir fehlen einige Funktionen. Dass jetzt die Fahrgäste meckern, die Klimaanlage zu kalt, da kann ich nichts für, ich kann es nicht herstellen. Ich würde es gerne tun. Es ist bis dato der einzige Bus, bei dem es tatsächlich nicht geht. Oder ich habe es nicht gefunden, das kann natürlich auch sein, aber eigentlich. Jetzt haben wir hier eine Taxi. Armweiler. So, 20 Kilometer noch.
Die Polizei ist aber gerade 0,0 interessiert. Also da könnte man auch ein bisschen mehr machen. Also was mir natürlich am allermeisten auffällt, ist Schütteln, das ist kein Leben. Das ist so, wir sind keine Menschen unterwegs. Ja, was interessiert mich das? So, 12 Kilometer noch. Schönes Wörtchen hier, schön verschlafenes Wörtchen. Was war das denn? Wichtiges Wissen. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig gesehen habe, aber es kann sein, dass da gerade zwei Leute saßen auf der Bank. Aber wie gesagt, es ist nicht los hier in der Stadt. Es sind keine Fahrradfahrer dabei, es sind keine Fußgänger da. Vielleicht meine Mutter mit dem Kinderwagen oder was auch immer, so in die Richtung. Man muss ein bisschen was reinbringen am Leben. So, unser großes Ziel haben wir erreicht und damit schließen wir endlich Deutschland ab. Wir kriegen keine Trophäe. Ich hätte gedacht, wir kriegen eine Trophäe für das, weil wir jetzt Deutschland komplett einmal abgeschlossen haben. Und da müssen wir jetzt erstmal. Nee, wir haben mich auf der Fall geschossen. Da habe ich irgendwo eine Stadt vergessen. Ja, Genf ist richtig. Hallo? Hier, vielen Dank. Dann ist richtig. Mahlzeit, bitte sehr. Wieso ist nein? Das ist falsch. Mahlzeit, ist das gültig? Danke schön. Ja, Sie waren bestimmt mit der Freundin. Hier, hier, mein Gott, danke schön. Servus, fahren Sie in meine Richtung. Auf geht's. Wieso? Jetzt echt einen einzigen, glaube ich, durch den vergessen? Nein, eigentlich nicht, ne? Gut, wir sind jetzt natürlich, unsere Sehenswürdigkeit wäre hier Stadion des Stuttgart. Ah, wir nehmen mich also wieder. Wir können natürlich jetzt nicht nachgucken, weil wir auf der Route sind. So, da sind wir wieder unterwegs. Nächsten 250 Kilometer bis Bern. So, 250 Kilometer sind es bis Bern. Boah, Alter, schleich dich, ey. Taxi, Abflug. Ich hatte gerade nur interessiert, dass da gerade der Bus entgegenkam. Gut, bin ich ja nicht gehört. Mich interessiert das auch nicht, dass der Taxi entgegenkam. Bin aber weggeschoben hier. Also mich wundert, dass wir hier in Deutschland keine Art Trophäe bekommen, weil eigentlich haben wir jetzt alle deutschen Städte. So, jetzt fahren wir rüber in die Schweiz. Straight in Richtung Bern. Wo ich auch schon mal war. Oh, warte mal, ich habe kein Licht an, ne? Sie haben nichts mit der Karre hier wollen. Das ist auch so ein Nachteil, ich sehe nichts. Und nein, geht's nicht.
Könnt ihr gehen? Dann gehst du auch langsamer. Wie gesagt, ich finde sie nicht. So, mit garantierter Sicherheit, dass wir jetzt geradeaus müssen. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich nix Führerschein. Boah, ich liebe solche Leute. Überholen, rechts reinziehen und dann bremsen. Wie gesagt, 16 Uhr die erste Pause. Und ist auf dem nächsten Rastplatz. Hinter Zürich. Wie weit ist denn das hinter Zürich? Ich weiß, es ist ja nicht groß eigentlich. Zürich-Bern sind so im Auto anderthalb Stunden. Grobe Richtung. Also, tatsächlich vor Bern. Hinter Zürich ist das der Pausenplatz, okay. Das werde ich wahrscheinlich nie schaffen. Frage, fahren wir mal die Gotthard? Nee, eigentlich nicht, ne? Das dürfte eigentlich nicht sein, oder? Nee, nee, der ist eigentlich Richtung Italien. Das ist eigentlich mal die andere Richtung. Würde mich schwer wundern, wenn es so wäre. Ich sehe halt nicht die. Jetzt sind wir hier. Das ist nicht, nein, nein, das ist nicht jetzt. Oh Gott, halt, wir sind ja noch nicht mal. Wir sind kurz vor Zürich. Ich kenne den Tunnel. Das ist der kurz vor Zürich. Ja, macht keinen Sinn zu überholen, weil ich 0,0 sehe hier. Ich habe nochmal, ich habe normales Licht an, ne? Ich fahre mit Licht, aber. Ja, das ist kurz. Der hat auch keine Licht an. Scheint wohl bei einem Modell zu liegen, so ein bisschen. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Ah, ich muss ziehen. Das wäre ja zu blöd hier. So, jetzt haben wir mal die Kolonne bei euch, dass wir ein bisschen dran ziehen können. Also ihr solltet es tun, nicht unterlassen, in der Schweiz geblitzt zu werden. Das kann sehr, sehr teuer werden. Nur mal gerade so nebenbei. Nein, ich habe es bisher noch nicht geschafft, aber aufpassen. So, wir sind in Zürich gerade mal. Aber wir werden ja nur auf Durchreise. Wir werden nicht jetzt die Haltestellen mitnehmen. Die haben wir nämlich schon freigeschaltet. Wir werden jetzt erstmal nur die Haltestellen, also wofür eigentlich? Halte schön mitnehmen, die wir noch nicht haben, die wir schon haben. Ne, so viel zum Thema. So viel zum Thema Blitzer in der Schweiz. Zürich hat allein über 600. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner diese Stadt hat, aber ne? Da wisst ihr ungefähr, was ihr meint. Also es ist nicht wie jetzt in Deutschland zum Beispiel, wo man mal sagen kann, ey, scheiße, ich bin gerade am Blitz machen, jetzt kannst du trotzdem Gas geben. In der Schweiz kann 200 Meter der Weg zu stehen.
und ihr zahlt richtig. Und wenn ihr da geblitzt werdet und ihr seid viel zu schnell, ich weiß nicht, was ist 31 oder 41 oder 21 schon, ich habe keine Ahnung jetzt genau, wie die Schweizer Gesetze sind, ist euer Auto weg. Die nehmen euch an Ort und Stelle, nehmen die euch ja euer Auto weg. Ganz einfach runter, das Auto weg und es ist dann wirklich weg. Also es wird dann versteigert. Naja, also wie gesagt. Gut, was sie auch gar nicht mögen, ist aufgemotzte Autos. Da kontrollieren sie das recht und ich spreche da so ein bisschen Erfahrung. Mein Auto ist ein bisschen auf. Also was heißt auf ein bisschen? Ich habe einen Sportauswirkung und einen Sportauswurf drin. Ich bin vor 4 Jahren, 5 Jahren mit dem Auto rüber in die Schweiz. Ich bin an der Grenze gefilzt worden. Die sind bei mir mit dem Drogenspürhund rein und haben mein Auto durchsucht. Die haben natürlich nichts gefunden. Das war mir von Anfang an auch klar. Warum sollte ich auch Drogen? Also ich nehme keine Drogen. Um Gottes Willen. Natürlich haben sie danach gesucht, weil es halt ein Deutscher war, weil ich Deutscher halt bin, deutsches Kennzeichen und alles, aber naja. Ne? War ich denn im Auto? Ich bin ja schon wieder da, ne? Ich hab's doch niemals. Vor allem war der jetzt die Scheiße auf die Pause. Der meckert jetzt eh gleich wieder. Nee. Lass mal auf. Ist mir eigentlich jetzt gerade wurscht. So, 140 Kilometer haben wir noch, liebe Leute, mit Bern. Also ich glaube, wir haben jetzt von der Teiletappe die Hälfte weg. Also wie gesagt, Zürich-Bern sind so mit dem Auto 1,5 Stunden. Und wir sind jetzt kurz vor Luzern. Auch das ist ein Stück. Das sind auch vielleicht eine Stunde oder so. Weil die Einzige jetzt gleich meckert, wenn man das zur Polizei, die sagt, mit Pause machen. So, wir machen jetzt Pause. Das ist mir zu viel. Bevor der Spiel irgendwas jetzt meckert. So. Neun, elf, gut, dann haben wir sie alle kontrolliert und sind sie alle da. Ach komm doch. Jetzt haben wir unsere Pause durch. Die nächste sollen wir um 20 Uhr machen. Jetzt haben wir noch 130 Kilometer bis nach Bern.
Alle aus Bern. Sind das alles so Megastrecken eigentlich nicht, ne? Bern, ja doch, Bern, Genf kann sich ein bisschen ziehen. Geht aber eigentlich. Und 15 Kilometer noch. So, ich will mal einen Sandstreifen. Jetzt sind wir, glaube ich, ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind, glaube ich, jetzt, oder? Nee, doch nicht ganz. Doch, sind wir. Klar. Die ganze Ecke hier unten nehmen wir jetzt mit. Und da wäre der nächste Parkplatz auch gewesen. Ich kann doch nichts ändern. Ich kann nichts dran ändern gerade. Viele Berge, viele Tunnel jetzt gerade, viele Berge vor allen Dingen. Tja, da kommt jetzt gerade hier. Ich hab nichts gesagt. Ich will mal so spontan sagen, hier ist nicht. Ist es nie, ist es, glaube ich, nicht so ratsam, hier Vollgas zu geben. Was? Ich nix Navi, ich Fahrer. Wo sind wir denn hier überhaupt gelandet? Wir sind jetzt durch. Bin ich denn hier? Hä? Achso, doch, das ist richtig so. Wo bin ich denn hier jetzt? Ach, hier hinten drin. Vor allem kommt nach dem Parkplatz noch so ein Ding. Hier ist der Parkplatz. Das hätten wir eh nicht geschafft mit der Pause. Oh. Bisschen Hupsilala. Du musst den Bus auf die Seite legen. Ja, ich bin müde. Oh, Alter. Ich darf dir aber nichts Größeres entgegenkommen. Muss ich zugeben, den habe ich nicht mal gesehen.
So, jetzt war ich schon unten. Hm? Wow. Jo, moin. So, haben wir es geschafft jetzt oder was? Oder kommt jetzt noch mehr? Nee, ne? Dann gehen wir jetzt durch. Jetzt fahren wir durch bis Bern. Und dann fahren wir nach Genf und Grenoble. 60 Kilometer vor Bern. Das Genf sind noch 250. Dann haben wir, das schaffen wir wahrscheinlich sogar komplett bis 10 Uhr. Die wollt doch, dass es sich heize. Egal was man macht, macht das den Leuten niemals recht. Man ist immer der Blöde. Für 40 Kilometer noch. Weil ich kann. Hier ist 100 erlaubt, ich fahre 101. Die sind zu schnell! Die kleine Jacke verkackt! Ich weiß nicht, wie ich sie hochstellen kann. Dann sagst du mir. So, vermutlich, dass wir jetzt direkt raus müssen. Ich trinke gerade meinen Kaffee. Ich merke gerade echt, dass ich echt müde werde. Das ist das Problem an der Sache. Und wir haben ja noch gute 250 Kilometer vor uns bis Genf. Und wir müssen ja noch mal durch... wir müssen ja bis Grenoble. Wir müssen ja nicht mal bis Genf. Ich muss mich ein bisschen orientieren, weil das jetzt war hier was Falsches mal. Jetzt geht es hier nach die rechte Bahn. Jetzt kommt der Kreisverkehr, okay. Gemacht. Ich flieg's Führerschein. Ich flieg's Bus. Ich muss mal zum Kreisverkehr zurück gleich, okay. So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen in Genf. Nee, in Bern, Entschuldigung. Ein Ort, wo ich bis jetzt noch nicht war. Rennie, eindeutig Rennie.
Moin. Mahlzeit, hier ist mein Tee. Danke. Soll ich die alle hier konzentrieren? Vielen Dank. Hallo, fahren Sie in meine Richtung. Auf geht's. Du möchtest doch Genf. Dankeschön. So. Du auch noch? Nein, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ebenfalls nach Genf, okay. Ebenfalls nach Genf. Achso, das ist hier die. Moin, ich hoffe ich. Ciao. Die Rothaarige. Servus, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Mist. Rüdesheim liegt eigentlich riesig auf meiner Strecke. Das haben wir schon mal abgefahren. Mahlzeit, kann ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Zürich. Nee. Nee, Zürich liegt gar nicht auf meiner Strecke, weil Zürich liegt eigentlich wieder hinter uns. Da sind wir ein ganzes Stück schon durch. Und zwar mittlerweile schon, als wir aus Konstanz kamen. Ja, Zürich ist durch, also nächste Haltestelle ist dann Genf. Moin, das geht dir voll. So, Klappe zu, aber dort weiter geht's. So, weiter geht's. Ach, Genf. Morgen habe ich eine Erkältung. Also 160 Kilometer diesmal. Und dann müssen wir gucken, wie weit es nach Grenoble ist. Dann haben wir es auch geschafft. Fahren wir eine Ampel. Da fängt die Karre mal kurz an zu driften. Upsili. So, Bern, Feierabend. Jetzt geht's nach. Warte mal. Ich scheiß drauf. Dann komme ich da rum. Ja, ich fahre mir dadurch einfach mal Kilometer. Hat gerade niemand gejuckt, was ich hier gemacht habe. Was ich natürlich niemals in Real Life machen würde. Ich würde mich niemals in Gegenverkehr wagen. Das war jetzt einfach nur um den Kilometer in einem Kreisverkehr zu sparen. Ich habe jetzt so mit 10 Kilometer oder so gespart. Genf. Fängt das auch noch an zu regnen hier, oder was? Ja, Genf, das sind jetzt noch ein paar Minuten. 120 Kilometer sind das noch. Normalerweise fährst du die mit dem Bus in so anderthalb Stunden, zwei Stunden. Hier hingehen sind es vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Grobe Richtung.
wenn überhaupt. Und in der nächsten Folge kassieren wir dann, machen wir dann Frankreich. Upsi. So, 100 Kilometer noch bis Genf. Wir hatten mal gerade 146 hin, noch ohne Polizeikontrolle. Ich muss zugeben, ich hab's fast geahnt. Sie sind gefahren wie die letzte Henker, hier wollen die Leute sich beschweren. So, mal gucken, was am Neckar. Ich vermute wegen Licht vielleicht. Nicht oder nicht? Alle angeschnallt und Tachograf passt soweit. So, weiter geht die Reise. Ist mir scheißegal. So, nächste 89 Kilometer noch oder 90 Kilometer noch bis Genf und dann haben wir nur noch die halbe Zeit für Grenoble und Frankreich und dann haben wir es geschafft. So, nur 70. Noch 70 Kilometer bis Genf. Und dann haben wir den letzten Stopp bis Grenoble, bis Frankreich. Und es schüttet und schüttet und schüttet. Ich habe ja gerade 70 Kilometer, wir haben jetzt auf den 160.
Ja, es geht jetzt eigentlich relativ schnell. Wir sind jetzt gleich im Nuenberg. Dann weiß ich noch nicht, in Genf, da weiß ich noch nicht, wie es aussieht, schon in dem letzten Teilstück. Ist das ein langes Teilstück, ne? Ja, es geht. Es geht. Das habe ich schon nochmal so 200 Kilometer fast werden. Aber passt ja von der Zeit. Wir haben noch eine gute Viertelstunde bis 10 Uhr. Und ich vermute, dass ich komplett alles durchballern kann. Also ich will heute Abend noch Rainbow aufnehmen. Zumindest ist das so der Gedanke dahinter. So, Pause haben wir gemacht um 16 Uhr. Das heißt, die nächste Pause ist um 20 Uhr. In einer Stunde 45. Ich vermute aber, dass wir das durchkriegen vorher, die Strecke. So, 30 Kilometer noch, liebe Leute, bis Schweiz Abschluss. Dann haben wir über Frankreich alles gefahren. Zwanzig Kilometer haben wir noch. Warte mal, jetzt hätte ich ja fast die Ausfahrt hier genommen. Jetzt hält sich der Gedanke dahinter. Können Sie mal heizen? Wir sind nicht in der Arktis. Wen interessiert das gerade? Ich kann hier die Heizung nicht hochdrehen. So, da sind wir schon. Im beschaulichen Genf. Eine der teuersten Städte der Schweiz, neben Basel und Zürich. Mein Schweiz ist ja generell teuer. Aber diese drei Städte sind zumindest mal gut hier zuvor zu gehen. Und zwar kann ich euch... Warte mal, das kann ich gucken. Warum übernimmst du mir die Vorfahrt, du Arsch? Hey, ich Flixbus! So, damit haben wir die Schweiz abgeschlossen. Wie gesagt, ich wundere mich, dass wir Deutschland kennen. Oder wir haben irgendwas vergessen, was ich nicht gesehen habe. Das kann natürlich auch sein. Guten Tag, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Komm mal bitte. Na gut, was alles andere ist jetzt eh wurscht. Servus, ich rufe, ich bin. Ciao. Hier, mein Ticket, danke. Keine blöde Vermutung, dass ich in Deutschland die Stadt vergessen habe. Mal kurz. Was vergessen? Natürlich. Mal kurz in Kontrolle. Mal den Linksbescheid sagen kurz hier. Ey, Chefe, ich fahre.
Gut, letzter Teil. Und das sind jetzt nochmal 2:15. Bis Renoble. Jetzt will ich gerade nochmal wieder ein bisschen eingrooven hier. Wie soll ich das nochmal rasten, sagte mir gerade. Das halte ich für ein Gerücht. Ich fahre jetzt durch. So, jetzt ehrlich gesagt, komm, jetzt kriegen wir es durch. Jetzt ziehen wir es einmal durch. Letzte Teil der Etappe mit einmal 15 Kilometer von Genf nach Grenoble. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Easy in Frankreich. Die Schweiz haben wir abgeschlossen. Ich vermute, dass wir, wenn wir Pech haben, dass wir in Deutschland tatsächlich irgendwo eine Stadt vergessen haben. Irgendwo den Flughafen, eine Stadt, was auch immer, irgendwas haben wir vergessen. Da bin ich mir jetzt gerade sicher, weil ich habe die Trophäe in Deutschland nicht gekriegt. Wir in Deutschland müsste eigentlich die Trophäe kriegen. Weil die Schweiz hat jetzt auch eine bekommen und Österreich auch. Und schon sieht man nichts mehr. Hier sind zwar jetzt 60 erlaubt, weil ich müsste da umsteigen, aber ich fahre jetzt mit 100, also aber jetzt gerade egal. Ich baller das Ding jetzt so gerade zu 180 Kilometer, 187 Kilometer noch bis Grenoble. Natürlich wird dann wieder Maut kassiert. So, wir sind so Asien und ziehen natürlich jetzt mit dem Taxi mit. Aber kurz zum Mautgebühr gespart, weiter geht die Reise und wobei ich mir fast denken würde, dass die Behörden das nicht so lustig finden würden, wenn ich das machen würde. Also die, glaube ich, relativ schnell hinterher. Puh. Noch 170 Kilometer bis zum großen Ziel. Ah, es wird schon wieder zu quietsch, das heißt, es wird wieder auch zu regnen. Ah, ich finde das monotone gerade ausfahren, finde ich echt schlimm. Das ist das, was auch sehr übelst anstrengend und übelst müde macht. Weil, wie gesagt, du bist schon ein bisschen müde, ich kenne das heute vom Liniendienst. Du fährst einfach öde nur noch geradeaus und bist einfach todmüde, kannst dich kaum konzentrieren und willst einfach nur heim irgendwann. Und so geht es mir jetzt gerade, dass ich dieses letzte Stück damit fahren kann. Weil es jetzt einfach ermüden wird. Jetzt wird es nämlich gerade ziemlich eintönig. Ich meine, das Spiel macht übelst Spaß, klar. Aber jetzt will ich jetzt wirklich die Autobahn komplett durchballern, geradeaus. Ist da irgendwas noch mit drin, was ich jetzt irgendwie wissen müsste? Nee, ne? Da hinten ist noch ein Wendestück. Ja. Ja. Ja.
150! So, jetzt Teilstück Freiheit, jetzt gleich, vielleicht sind es noch 140 Kilometer bis nach Kernobyl. Sind wir eigentlich schon in Frankreich? Ja, nur müsste eigentlich. War die Grenze? Da oben, hinter Genf. Okay, ja, wir sind tief in Frankreich relevant. In Frankreich! Pausen sind überbewertet, brauchen wir nicht. Kilometer. Boah, Alter. Aber schöne Gegend. 120. Aber ich sehe wieder nichts im Tunnel. Also mit dem Modell schwer zu fahren. Also wie gesagt, gerade wenn es so dunkel ist. Ist mir scheißegal, ich kann es eh nicht höher stellen. Aber dämliches Gemeckert bringt einfach nichts. Warum auch immer ich die Klimaanlage nicht hochstellen kann. Hilft mir, vielleicht habe ich es einfach nur übersehen. 110 Kilometer noch. Aber ob das Handy klingelt. Vielleicht nur 100. Viel ist es nicht mehr jetzt. Wie lange der Tunnel? Was ist das für ein Tunnel? Ich habe noch nicht mal einen Führerschein, was interessiert dich das? Ich bin selber erschrocken. Ja, weil davor mal die Chassonne so hell wurde. Hab ich nicht gesehen. Ich muss hier rechts runter. Okay. Jetzt wieder links. Okay, ist wieder ein Sackspiel. Mann. Ja, da lang müssen wir. Erst rechts, dann links und dann geradeaus und dann unten drunter durch und ich habe keine Ahnung. Gleich noch 80 Kilometer bis Grenoble. Und dann haben wir für den Rest in Frankreich. Naja, wir haben jetzt von den 4-2, die wir noch hatten am Ende, haben wir jetzt die Hälfte ungefähr weg. Wir sind jetzt bei 1900 knapp Kilometer, die wir schon weg haben. Also fehlen uns jetzt noch 2300. Ja, da alles gut, auf können wir zwei, drei Folgen noch sein. Dann sind wir eigentlich schon fast durch. Aber Frankreich zieht sich, das ist das Problem. Wir sind vier Schritte weit weg.
so, 73 Kilometer noch, also 70 Kilometer noch rund bis Grenoble. Grenoble. Ich habe keine Ahnung, wie dafür das richtig ausgesprochen wird. Die Kilometer noch bis zum großen Ziel. Ups. Ich knall doch durch die 10 Minuten noch. Ist mir jetzt gerade scheißegal. Also 50 Kilometer vom Ziel, also ich mache jetzt noch eine Pause. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, es sah so aus, als würde da ein Anhänger runterrollen, aber dem war nicht so. Wir machen wieder mal eine Pause! Nie wieder! Keine 50 Kilometer mehr. Also ich mache jetzt irgendwo noch eine Pause, ich knall jetzt so durch. Aber auch nichts ausgeschildert, ne? Genau, blöd. Doch jetzt. Jetzt ist es ausgeschildert. So, 40 Kilometer noch. Liebe Leute, dann haben wir es geschafft. Das ist mir gerade scheißegal, wie gesagt, ich kann sie eh nicht einstellen. Ihr könnt meckern, wie ihr wollt, ihr könnt auch laufen, wie ihr wollt, ist mir scheißegal. Wir sind eh nur noch 35 Kilometer, dann sind wir da und dann bin ich euch Meckernasen wieder los. Das ist hier in Nizza, die stellen, oder wir sind hier rechts raus. Ja. Wir müssen Richtung Grenoble. Jetzt hast du so eine Schnarchnase vor dir. ...20 Kilometer noch. Ja, das war relativ gut durchgekommen, ja? Schnell durch. Das waren ja mal 20 Kilometer. Das kannst du gleich tun, wir sind eh gleich da. Wie gesagt, ich bin hier komplett durch durch die Pause, aber es ist mir gerade herzlich egal. Ich baller die Runde jetzt einfach komplett zu Ende. Ich mache nicht 20 Kilometer vom Ziel, mache ich nicht noch eine Pause. Da ist der Kreisverkehr. Ihr braucht da nicht stehen bleiben, ich fahre hier durch. So, da sind wir jetzt da. Werden wir von der Polizei verfolgt? Nein, aber deine Mutter, die für mich aufessen. Oh. Upsi. Jetzt habe ich sie zu eng gekurbelt, hm? Aber wir sind da lang, ne? Ist die Straße so schlecht oder nehmen wir einfach alles mit, was nicht ausreicht?
Wir sind einfach zu schnell für das, was ausweicht. So, 5 Kilometer. Ich, wie gesagt, ich will das Ziel jetzt eigentlich so zu Ende fahren. Also ich habe jetzt auch die Pause nicht mehr gemacht, weil das mir jetzt einfach so blöd gewesen wäre. Ja, gesetzlich ist er vorgeschrieben, aber nochmal, wir sind im Spiel, da ist es am Ende eh wurscht. Nein, ich hab schon gegangen, oder? Nee, hab ich nicht. Ich weiß nicht, wer diese Einfahrt hier reingezimmert hat, ey. Oh, jetzt hoffe ich, dass ich da durchkomme. Im Zweifel viel Anlauf. So, da sind wir dann auf einmal. Und herzlich willkommen in Frankreich, in Grenoble. Und das ist dann die letzte... Aber auch doch vorher die ganze Zeit Mecker, 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 Mecker. So, da sind wir dann. Klappe auf, Klappe zu, ist mir scheißegal. So, wir mal locken uns aus. Scheiß am Ende auf die Dings. Ach, die EP brauchen wir eh nicht. So. Wir machen eine neue Route. Natürlich, die 17. Die geht von... Genau, wir müssen ja hier unten alles mitnehmen. Nizza. Marseille. Perpignan. Ja. Ich denke mal, die hier unten, die Ecke wird sein. Immer mitnehmen müssen. Oder einfach oben fahren wir. Oder fahren wir oben lang. Ja, ich habe mal gefahren sogar oben lang. Wir werden die unten gar nicht erst doch nicht annehmen. Ich will ja nach oben weitermachen. Grenoble, Lyon, Dijon, wahrscheinlich Reim, Lille, ne? Ja, genau. Die Ecke. Dann machen wir nämlich die ganze Grenze, das ganze Grenzgebiet hier durch. Und dann fehlen uns ja nicht mehr allzu viele Städte. So, wir werden dann wahrscheinlich irgendwann weitermachen. Rennes, Paris, Rouen. Gut. Und das werden wir uns dann in der nächsten Folge ansehen. Grenoble nach Lille. Bis dahin und auf Wiedersehen beim Fernbus Simulator.